Hallo miteinander, ja, endlich geht's weiter mit meinem NHL Let's Play Projekt mit dem HC Davos. Wie ihr vielleicht im letzten Part gemerkt habt, bin ich ein bisschen genervt gewesen, irgendwie ab der ganzen KI-Einstellungssache, die einfach nicht wirklich so lässig war. Und ich habe mich ja dazu entschieden, ich stelle jetzt wieder zurück auf Pro, All-Star. Das ist einfach irgendwie. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chance haben, aber irgendwie einfach. Ja, ihr habt es ja selber gesehen, irgendwie, meiner Meinung nach, es ist einfach ein bisschen unfair verteilt, auch mit Chancenauswertung und Goalies, wo irgendwie, ja. Ja, ihr habt es ja gesehen. Warum jetzt so lange? Ihr könnt euch da mal schon mal starten. Wir spielen jetzt gegen Ambri Piotta und erklären da noch schnell ein bisschen lieber, warum es jetzt da länger. Ihr seht, ich habe jetzt Schwierigkeit auf Pro, aber das mit den Live-Tipps, dass ich das jedes Mal rausnehmen muss, das ist doch ein Witz. Ich muss das nachher mal genauer anschauen, ob man das nicht irgendwie permanent rausnehmen kann, weil das ist doch einfach ein Witz. So, wir starten das da mal. Ja, es sind jetzt 2 oder sogar 3 Wochen, ist nichts mehr gekommen, weil zuerst hatte ich einfach irgendwie eine Woche gar keinen Bock mehr auf NHL. Und nachher habe ich meine Festplatte in die Konsole gewechselt. Und als ich die Festplatte gewechselt habe. Greetings, everyone. Ah, der Kommentator ist auch noch drin. Ach, Kopf. Wieder mal super vorbereitet hier. Unglaublich. Nein, nicht da. Oh mein Gott. Super Vorbereitung, super. Also, echt genial. Lautstärke-Optionen. Dass der Kommentator jetzt natürlich wieder drin ist, das liegt ganz einfach daran, dass ich eben die Festplatte gewechselt habe. Ja. Ich habe die Festplatte gewechselt und habe jetzt 1 TB Speicherplatz drin und irgendwie hat das am Anfang mit meinem Spielstand nicht funktioniert. Ich habe einfach plötzlich die Saison nicht gehabt. Ui, schon gefährlich ein Angriff von Ambri Piotta. Ich habe einfach die Saison nicht mehr gehabt. Dann nochmal die Altplatten eingebaut haben, das Spiel dann auf einen USB-Stick gezogen und haben dann so können, dass einfach das Ganze zum Laufen kriegen und da ich auch nicht immer Zeit haben, dann starten halt auch wieder ein bisschen Zeit gelaufen. So, es ist nicht mehr. Jetzt dürfen wir mal ein Spiel von Ambuel und das erste Mal gut an der Pöck. Wenn natürlich auch Pro, natürlich jetzt kein Pro, wird natürlich das auch kein Selbstläufer. Ich kann nicht irgendwie das einreden. Oh, jetzt aber eine leichte Überzahl. Ashley Mann, immer noch eins. Ja. Und ein Pfostenschuss von Marc Wieser. Ich kann nur ein paar Spieler wählen mit dem Abschluss. Das hat aber nicht funktioniert. Ja, mittlerweile ist auch die Eishockey-WM losgegangen. In Russland. Ist ja nicht gerade allzu gut gestartet, würde ich jetzt sagen. Mit 2 Niederlagen. Jetzt steht das 3. Spiel an gegen Dänemark und da muss es durch den Sieg kehren. Und zwar eine nach 60 Minuten. Sonst sieht es dann schon langsam ein bisschen kritisch aus. Wir haben gegen 3 Schwache. Kein Punkt geholt oder hat so viele Punkte liegen lassen. Dann muss man sich dann nicht wundern, wenn man sich schlussendlich sogar abschieben will. Genau das passiert. Ein guter Schuss von Axelsson. Und schon sind die 10 Minuten gespielt in dem Match fast. Und noch 0 zu 0. Ich hoffe jetzt, dass jetzt da der Abwärtstrend ein bisschen stoppen kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich jetzt einfach durchziehe. Da ist er ab, das ist knapp rausgesehen. Einfach durchziehen kann und einfach kein Match verlieren auf dem Schwierigkeitsgrad. Oh. Alexander Giroux ist der Topscorer von Ambri mit 4 Scorerpunkten aus den ersten 3 Spielen. Ich weiß gar nicht, wer bei mir der Topscorer ist. Geroni eventuell. Keine Ahnung. Kann auch nicht gerade allzu viel scoren, wenn wir ehrlich sind. Oh, Bruno Wieser, Garvey. Zurück auf den Wieser. Gut, ein Abschluss da. Paulsson. Aus dem Slot raus. Runter zum Abschluss.
Ah, oh, Berger zieht durch und trifft auch den Pfosten. Das ist sehr schade. Selbstläufer wird das definitiv keiner. Oh, wieder ein Abschluss von Ambri. Baschel. Also. Pirouette bleibt am Böck. Immer noch. Und er kommt zum Abschluss. Und zur Kirche kann der Böck stoppen. Noch 5 Minuten im ersten Drittel. Nach dem Abschluss da von Paulson. Wir sehen da noch mal. Jetzt langt es aber auch. Und jetzt ist wieder die zweite Linie von Eis mit Lindgren, Axelsson und dem Dubois. Er hat ja gegen Norwegen uns den Punkt gerettet an der WM. Mit einem Slapshot von der blauen Linie. Da hat er es auch probiert mit einem Slapshot von der blauen Linie. Ja, okay. Eher Mitte so. Geht nach dem Bulli, aber der Zürkirchen stoppt den Böck. Lindgren wieder beim Bulli. Schneeberger, der sollte heute gegen Dänemark zum Einsatz kommen. So, auf diese Seite haben wir vorbei. Schneeberger bisher ja neu wirklich eingesetzt worden. Wow. Oi, oi, oi. Oh. Zürkirchen lässt das Goal. Weil der Lindgren losziehen könnte. Und dann steht es tatsächlich 1-0 für Ambri. Nach dem Traumpass vom, ich glaube, der Bestoni war es, der den Pass für ihn gespielt hat. Ja, Bestoni auf der Mark basteln. Also das war wirklich ein Zuckerpass gewesen da. Fahre ich mit dem Schneeberger ein bisschen weit weg. Der Forster steht irgendwo im Schilf. Also auch auf Schwierigkeitsgrad Pro ist meine Abwehr ein Hühnerhaufen. Und sobald der, der einsteuert, einen kleinen Fehler macht, ist es praktisch immer Goal, weil der zweite Verteidiger reißt einfach gar nicht. Finde ich einfach schade. Der zweite Verteidiger kann eigentlich gar nicht. Und bei den Gegnern wie immer eigentlich perfekte Defense-Leistung. Das hat mir auch von euch noch niemand irgendwie reingeschrieben, was ich gross falsch machen würde. Drum. Also entweder weiss es auch von euch niemand oder ich mache nichts grundlegend falsch. Aber das, dass wenn ich mit dem... Ja, schöner Check von Guerra da. Wenn ich irgendwie... Mit einem, also mit dem Verteidiger, wo ich steuere, einen Fehler mache, ist es fast immer Goal. Ui, was war jetzt das gewesen? Den lassen wir jetzt einmal dort draußen im Ecke. Das erste Drittel ist also zu Ende und ich bin schon wieder in Rückstand. Ja, dann natürlich mit HCD-Fans, haben wir auf der Tribüne gesehen, könnte nicht zufrieden sein. Ich selber kann auch nicht zufrieden sein. Hat zwar ein paar gute Abschlüsse gehabt, aber das einzige Goal hat da der Bastl gemacht. Wenn wir sagen, wir verlieren nicht zu viel Zeit, gehen direkt ins zweite Drittel, wo wir das probieren zu korrigieren. Also ich kann nicht angehen, dass jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad gegen Ambri wohlgemerkt verlieren. Ich glaube, die Stärken der Teams sind halt nicht so wie in der Realität. Wir gewinnen auch kaum ein Bulli. Also. Oh, schöner Check von Ashley Mann. Adrian Böhl ist ein Topscorer. Und er macht auch den Ausgleich. Erste Minute vom zweiten Drittel. Andres Ambuel wird seiner Topscorer-Helm gerecht und macht es 1-1. Nachdem der Eschlimann dort mit dem Jack the Böck schön erobert hat, leitet er zurück, dann eine kurze Drehung in die Mitte und dann zu viele Leute vor dem Zürkirchen, die ihm die Sicht versperren und hoch ins Eck. 1-1. Andres Ambuel gleicht die Partie also aus. Und die Linie bleibt gerade noch auf dem Eis. Ja, fällt mir schon ein bisschen steif am Herzen, dass ich so schnell ein Goal hergekriegt habe. Weil je länger es geht, desto verzweifelter wird man natürlich auch. Oh, das ist doch nicht so gut gewesen. Ja! Fängt der Schiri den Böck noch ab.
Oh, viel Salat vor dem Goal. Und wieder der Rambühl. Auch wenn wir einen klugen Pass auf den Scheroni, ja, aber der passt natürlich nicht an. Aber jetzt, ah, oh, er ist lieber an dem Pfosten. Mit dem Abpraller. Und dann fängt der Bierball mit Böck ab. Aber den Forster hat man in der Zone. Rambühl, zieht hinter das Goal. Scheroni, wir haben einen Abschluss. Ja, die Linie wirbelt da jetzt ein bisschen, aber langen Einsatz von dieser Linie. Gut verteidigt und Ambühl immer noch auf dem Eis. Ja, wird auf den Tritt gebracht und das wieder Strafe. Dubois, ah, Stadtbruch von Dubois und dann ist das Spiel unterbrochen. Wir haben die erste Strafe nach gut 7 Minuten im zweiten Drittel. Ambühl ist gefoult worden vom Chevala, glaube ich. Chevala, jawohl. Garvey beim Bulli. Und ich bin einfach kein Bullis. Böck kann nicht raus, weil er den ansetzen kann. Macht er den Genoni rausfliegen, wenn er einfach nicht rüber. Ja, okay. Was für ein schlechter Pass. Eine Minute vom Powerplay ist schon vorbei. Wäre linker Böckmann in die Zone. Paulson. Der Schneeberger schießt einfach mal. Paulson fängt den Böck ab. Jetzt setzen wir mal in die Zone fest. Ah, schön kombiniert. Aber die Strafe ist mittlerweile schon abgelaufen. Oh, jetzt aber wieder Postenschuss von Garvey das mal. Und von der blauen Linie noch der Guerra, wo ja ursprünglich von Ambri kommt. Und exakt die Spielmitte, der nächste Unterbruch und es steht nach wie vor 1:1. Da nochmal der Schuss von Guerra, wo für den Zurkirchen dann aber kein Problem ist, weil er hat freie Sicht gehabt. Oh, schön abgelenkt vom Walser vor dem Goal. Walser ja bisher im beiden Match, wenn wir jetzt wieder auf die richtige WM sprechen können, getroffen. Gut, wenn der Part online geht, da, dann ist ja das dritte Spiel schon gewesen. Weil das findet heute statt. Heute Nachmittag. Jetzt sind wir noch bei mir, das ist das noch Vormittag. Und eben, wie gesagt, heute findet das dritte Spiel statt. Ich werde mir das natürlich dann anschauen. Ich habe heute frei. Das hat natürlich auch Zeit zum Aufnehmen. Liegt, glaube ich, auf der Hand. Ah, und jetzt. Da habe ich vorher die Meldung gekriegt, das PlayStation Network sind offline. Jetzt kriege ich da gleich die Meldung, wenn wir nicht online sind. Ja, noch. Haben wir ja schon wieder PS3 Let's Play Samix K. Ich glaube, das stört nicht gross, wenn da ab und zu oben im Ecke aufploppt, dass einer online ist. Ist, glaube ich, verkraftbar. Schön zurückgelegt auf den Paschu, aber wo schießt denn der? Meine Güte. Und jetzt Führung. Dario Simeon auf Pass von Samuel Walser, meinte ich. Ein satter Slapshot. Völlig freigestellt. Jawohl, Samuel Walser mit dem Pass. Für mein Glück, die Schuss von Paschu wird noch zu einem Assistpunkt. Und da schön der Querpass. Simeon ist nicht deckt. Und es steht 2:1. Erstmalige Führung in dem Spiel für mich. Axelsson. Ein Block, aber Ambri kann sich jetzt in der Zone festsetzen. Der Schuss ist noch auch deutlich am Ziel vorbei, aber Ambri bleibt in der Zone drin. Und kann wieder nicht ausgearbeitet werden. Da jetzt aber der Riesen wieder dort. Aufsässige Ambri-Spieler. Aber dann
Genau, vielleicht aus dem Grund aus ein guter Konter. Dubois, Lindgren, wieder Pfosten. Das gibt es ja nicht. Vierter Pfostenschuss in dem Spiel. Dann fängt der Schneeberger dann schon den Böck ab. Dino Wieser jetzt. Gleich zurück auf den Lindgren. Der kommt nicht durch. Über den Wieser. Forster, Lindgren. Und da ist einer ganz frei, aber Dino Wieser schießt den Goal vorbei. Und nochmal zum Abschluss. Und dann auch noch der Lindgren mit einem Abschluss versucht. Nochmal einer, aber das zweite Drittel endet mit einem Total von 1-0. 2-0 für mich. 2-0, ja, ja, klar. 0-1 ist ja gesehen am ersten Drittel. Wir haben ein Spiel gekehrt im Mittelabschnitt, führen jetzt mit 2-1 am Bühl. Da sehen wir es da mit dem 1-1 nochmal. Und der Simeon nach dem Pass da vom Walser rüber. Sind Torschützer gewesen. 2-1 Führung nach dem zweiten Drittel. Und es sieht doch jetzt schon ein bisschen besser aus für uns als noch am Anfang. Ich hätte doch schnell eine Statistik. Ja, 19-9 Schüsse. Das ist jetzt halt eben. Wir müssen sie viel höher führen. Zum Glück geht es irgendwie nicht, weil das ist eben genau der springende Punkt, wo ich halt ein bisschen meine Mühe habe mit dem. Auch mit dem FIFA im Übrigen. Das ist nicht nur beim NHL so. Dass einfach die Schwierigkeitsgrad. Die hängen einfach zwischen zwei. Im Fußball ist es in der Regel zwischen Profi und dem nächsten Höheren. Ich glaube, Weltklasse ist das nächste. Und da ist es einfach zwischen Pro. Und jetzt statt 3-1. Der Ambühl trifft schon wieder in der ersten Minute vom Drittel. Ja, da hänge ich zwischen Pro und Allstar. Weil ich meine, ich habe ja auf Allstar mitheben können. Aber irgendwie doch dann gleich keine Chance in dem Spiel. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich da die Gegner nicht zu sehr auseinandernehme. Ich meine, es ist ja Ambri. Ich hoffe mal, das ist einer der schwächeren Gegner. Und jetzt deshalb da vermeintlich relativ locker zum nächsten Goal kommen. Eben, stell dir mal vor, die vier Pfostenschüsse wären halt nicht gewesen. Jetzt 7 heißes. Wenn jetzt hoch, ja, und jetzt kommt schon der nächste. Das ist das Problem. Vor dem PlayStation Network gewartet worden. Und jetzt kommen alle wieder online, alle Suchtis. Wo jetzt vorher permanent probiert hat, nein, ich muss doch online gehen, ich muss doch online gehen. Ich habe mich sogar darüber gefreut, dass es nicht da hat und jetzt ist mich schon wieder weg. Die Freude. Oh, schöner Pass da. Und Geroni kann den Böck blockieren. Ja, ich glaube, ich nehme den auch für den nächsten Paar, die ich nachher aufnehmen werde, werde ich die Funktion rausnehmen, weil es ist doch jetzt heute ein bisschen unglücklich aufeinander mit den Wartungsarbeiten, wenn es da alle online kommen, dann ploppt es da oben nur noch. Normal sollte es nicht so ein Problem sein. Mark Wiesel, da ist schon wieder einer komplett frei da. Schlechter Pass, schlechter Schuss, das kann dann nichts werden. Schön abgefangen, was von Guerra. Lindgren. Kann der Böck behaupten. Dubois. Dies. Nach dem Doppelpass mit dem Guerra. Von der blauen Linie direkt. Und ich meine, haben sie auch. Wenn es dann wirklich zu krass einseitig laufen, ja, und jetzt fällt das 3-2, also so krass einseitig wird das nicht laufen. Thibaut Monnet mit dem 2-3. Aber sollte es dann wirklich mal zu krass einseitig laufen, irgendwie schon nach dem ersten Drittel 3-4-0 führen, kann ich natürlich dann auch, wie es im echten Hockey dann halt auch der Fall ist, dass man dann ein bisschen anfängt, Zeug ausprobieren, eine schöne Goal probiert zu erzielen. Dass man halt ein bisschen Tempo rausnimmt, das ist ja auch in echt so. Aber habt ihr jetzt gesehen, wie schnell oben die Anzeigetafel gewechselt hat, wo das Goal gefallen ist? Wenn das in echt so schnell gehen würde. Spielleiter im Spielleiterhäuschen mit einem nervösen Finger. Kommst du böckt in den Zack, oh, muss ich das Goal anzeigen. Natürlich schon klar, dass es da halt technisch so gesteuert ist, dass es eine Anzeige gibt und sobald es Böck drin ist, ist es Böck drin. Aber wenn es gleich los ist, ist mir vorne noch nie super. Uiuiui, aber jetzt macht Ambri da den Körig Druck. Wenn wir uns da mal wieder um die Offensive kümmern. Garvey. Ja.
wieder mit Böck. Carlson. Der Zögerer geschickt. Ja, aber es stimmt gut jetzt. Und dann ist er doch drin. Da lobe ich die Embry-Abwehr, wie sie gut steht. Und dann kann ich nicht viel anderes machen, als einfach mal schiessen. Und der Böck geht rein. 4-2. Markus Paulsson trifft. Seht ihr da nochmal? Ist der wirklich gut? Und dann entscheide ich mich einfach mal zum Schiessen. Und der geht auch rein. Gibt mir nochmal eine andere Perspektive von dem Goal. Ja Gott, ist nicht viel besser. Ja, es sind halt schon gar viele Spieler vor dem Goal gesehen. Und der Böck findet irgendwo die Lücke zwischendurch. Da ist jetzt natürlich schon ein bisschen Glück mit dabei gewesen. Gebe ich auch zu. Ich bin müde damit. Aber wir nehmen auch diesen Goal. Ja, und das ist dann Offside gewesen. Noch 9 Minuten, 4-2. Ich hoffe, das geben wir nicht aus der Hand. Ja, und darauf verzichten wir jetzt auf die Wiederholungen. Hamilton, 11 Minuten Eiszeit. 1 Schuss, minus 1 Bilanz. Das heisst, mindestens bei einem Gegengol ist er noch Eis gewesen. Und bei einem Plus-Goal drückt es sogar 2. Oh, aber jetzt wieder. Boah! Also, so schlecht spielt ihr da gar nicht vom Schwierigkeitsgrad. Ja, Verteidigung nicht spielen. So auch gerade schlecht eigentlich. Kommt einfach viel zu einfach durch. Ambühl wieder mit einem Abschluss. Sehen wir das nochmal, ja. Kommt einfach viel zu einfach zum Abschluss auch. Man hat viel höhere Böckkontrolle. Oh, so schlecht bin ich ja gar nicht bei den Bullis. Hat der Eindruck in dem Fall getäuscht. Ich hätte mal, wenn das Bulli gewonnen haben, habe ich auch gefunden. Ja, ist ja ganz normal. Wenn wir es nicht gewonnen haben, haben wir wieder überrückt. Linkerin. Seht ihr, das meine ich doch. Ah, jetzt haben wir doch gerade noch verloren. Aber einfach so in einem Zweikampf, ohne groß was zu machen, den Böck heben. Das ist auf einem höheren Schwierigkeitsgrad natürlich nicht gegangen. Ja, und jetzt der Teile wieder hinter dem Genoni, wieder drüber. Oh, das ist die Luft abgebrochen. Jetzt einfach mal durchziehen. Hat sich noch wenig Energie offensichtlich. Aber er bleibt im Backsitz. Ja, Mark Wieser. Schon wird es jetzt tief in die Zone gefahren. Da noch ein Abschluss tätigen. Und dann kann der Paulsson losziehen. Holt sich der Böck natürlich. Und macht es 5-2. Indem er einfach mal vor das Goal zieht. Paulsson auch Doppeltorschütze in dem Spiel. Das ist jetzt natürlich die Entscheidung. 2 Minuten vor Schluss. Der Dubois hat Paulsson steil lanciert. Und dann macht er einfach den Bogen. Und versenkt den Böck zum 5-2. Das wird der erste Saisonsieg werden. Der erste Dreier wird eingefahren. Ach, aber jetzt gibt es Icing. Der Pass ist nicht angekommen. Ja, jetzt kann man überbrücken hier. Dann verloren, dass wir keinen mehr kassieren hier. Letzte Spielminute. Oh, schade. Oh, was war das für ein Pass von Paulsson? Ein Hund haben wir noch gefährlich in der Zone. Mit dem Pass. Schneeberger nochmal zurück an die blaue Linie gespielt. Und dann schnappt sich der Wieser in den Böck. Eschlemann, Wieser. Aber dann drei Ambi-Spieler dort, die den Böck übernehmen können. Der letzte Angriff von Ambri. Und dann noch mal einen letzten Angriff über den Ambühl. Ja, Schuss am Goal vorbei. Auch der von Scharoni und dann ist das gewesen. Mit 5-2 gibt es unseren ersten 3 Punkte.
Natürlich um tieferen Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, ich bin ein Noob, aber ja, was soll's? Wenn wir immer nur verlieren, weil einfach irgendwie die KI vom eigenen Team so scheiße verteidigt. Kann es auch nicht sein, weil ich meine, KI verteidigt auch da wieder scheiße. Ich meine, wir sehen da wieder die beiden Gegentreffer, die wir kassiert haben, sind eigentlich KI-Fehler gewesen. Stellungsfehler, ja, man sieht da im letzten Spiel haben sie mit den Schüssen stark aufgeholt. Die drei Stars vom Spiel, Ambel und Palzo, die beiden Doppeltorschütze oben. Hat Forster, ein Assist, zwei Checks. Gehen wir noch schnell kurz auf die Statistiken ein und... was? Nein, das sind alle Ereignisse und den Tore. So, das haben wir wollen. Zuerst Marc Bastl mit dem 1:0 für Ambri. Nach dem ersten Drittel hat Ambri also noch geführt. Dann im Mitteldrittel eben das Spiel gekehrt durch Goal von Ambel und Simeon. Im letzten Drittel war der Wildzeerste Ambel, der getroffen hat. Und nachdem der Monet auf 3:2 verkürzen konnte, hat der Paulson noch zweimal getroffen und hat dafür gesorgt, dass wir einen relativ sicheren 5:2 Sieg da mit heimnehmen. Ich hoffe, es hat euch auch auf den tieferen Schwierigkeitsgrad gefallen. Ich mal ein bisschen mehr Chancen haben, zum Spiel zu gewinnen. Wir werden dann sehen, wenn ich weiterverfahren werde. Jetzt werde ich mal sicher noch mindestens 2 Match auf Pro machen und dann wieder Zwischenbilanz ziehen oder vielleicht nicht wieder gleich aufstellen will oder wie auch immer. Ja, wir werden es sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sind dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss zusammen!